Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten was auch immer. Wieder mal bei Classic Arcade Pinball, dem Plug and Play. Und heute spielen wir Skate Scene Pinball, der dritte und letzte Tisch in diesem Gerät. Und dann hoffen wir mal, dass der ein bisschen was taugt. Die anderen beiden waren ja bisher nicht so toll. Wie ich schon sagte, Arcade-Mode ist okay. Es gibt einen Kids-Mode, es gibt einen Wizard-Mode, der ist richtig sau schnell. Und den Arcade-Mode nehmen wir wieder, damit wir ein bisschen was zeigen können. Ich hoffe jetzt, dass da vielleicht mal ein bisschen mehr geht, spielerisch. Die anderen waren eher bescheiden. Ja? Technisch ist an diesen Dingern nichts auszusetzen. Ja? Das ist ein Plug-and-Play. Der richtet sich in erster Linie, glaube ich, an Kinder. Ja? Ist auch von einem Kinderspielzeughersteller. Und hier die Grafik ist nicht so schlecht. Ja? Das ist, wie ich schon in den beiden vorherigen Videos sagte, unteres Amiga-Niveau, denke ich mal. Ja? Könnte auch so Mega Drive-mäßig sein. Ja? Wie immer haben wir einen gefälligen Track drunter liegen. Und genau wie bei den anderen Tischen ist er nicht besonders lang und wiederholt sich schnell. Das ist Geschmackssache. Mich nervt das, deswegen erwähne ich sowas auch so gerne. Ja, ich mag gute Soundtracks einfach. Ja. Mir fehlt das, wenn es nicht so ist. Hier sind auch eine ganze Menge Effekte, allerdings sind sie relativ mies digitalisiert, finde ich. Ja. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen drauf konzentrieren, was hier eigentlich abgeht, um zu beurteilen zu können, ob das überhaupt Spaß macht. Bis jetzt habe ich nur geredet und ein bisschen rumprobiert. So, wo kommt er raus? Ja. Also von der Gestaltung her gefällt der mir hier fast am besten. Ja, der ist optisch am abwechslungsreichsten. Ja. Das Setting ist auch nicht schlecht, ja. Man hat hier so ein bisschen Polizei. So das typische Klischee-Umfeld eines Skaters nachgebildet. Dass die Polizei da eine Rolle spielt, finde ich auch witzig. Halt mit Rampen und Halfpipes, ja, und dass sich das auf Fabrikgeländen stattfindet oder auf Parkplätzen. Das ist alles nicht so schlecht gemacht. Graffitis, Parkanlage, ja. Ist alles ganz hübsch, aber so, da fehlt so der letzte Touch, finde ich. Ja. Es ist. Man sieht, dass die Leute, die das können, ja, was sie da tun. Aber es steckt keine Liebe in diesem Projekt. Ja? Es ist wahrscheinlich mal eben schnell gemacht worden, um damit ein bisschen Asche zu machen. Und für, ich sag mal, für kleinere Kinder ist das auch okay. Ja? Für kleinere Kinder ist das völlig okay. Das stöpselt man in den Fernseher an. Und ein Flipper ist ja nun relativ leicht zu verstehen. Auch wenn das nicht immer so aussieht, wenn ich das spiele. Aber es ist für eine Kinderbespaßung ist das okay. Ja? Da kann man nichts sagen. Nun habe ich vorhin rausgefunden, als ich mich durch die Menüs gehangelt habe, dass zwei relativ berühmte C64-Programmierer bzw. Programmierer und Grafiker damit machen. Ja? Und zwar einmal Robin Levy oder Levi oder wie auch immer man das ausspricht. Der hat die Grafik hierfür gemacht und der ist bekannt dafür, dass er bei System 3, wie auch immer, früher mitgemacht hat und hat Grafik gemacht, unter anderem für Last Ninja. Ja, also das ist kein Unbekannter. Und dann gibt es da noch Simon Pick. Da kann ich den, ich kenne den Namen, ich kann es jetzt aber nicht eindeutig zuordnen. Man kann mich mal briefen in den Kommentaren, was der gemacht hat. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber ich glaube, es hat was mit Autorennen zu tun. Outrun vielleicht? Hat der Outrun gemacht? Simon Pick, verdammte Axt, was hat der gemacht? Ich
weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er das Ding programmiert. Und da sieht man halt auch, sein Handwerk versteht er schon. Aber so, der letzte Schliff fehlt diesem Ding einfach. Ja? Es macht nicht so Spaß. Ja? Es bietet nicht so viel. Ja? Wenn ich da an Flipper denke, wie Pinball Dreams, Pinball Fantasies, was man so vom Amiga her kennt, und das ist ja auch quer über alle Systeme umgesetzt worden, ja? Das sind ja Feuerwerke. Und hier passiert nicht besonders viel. Ja? Na, was ist das? War das ein Bug oder war das ein Extra? Ich lese das Display an der Seite nie, deswegen ich weiß gar nicht, was da vor sich geht. Mich interessiert das auch nicht. Ich versuche einfach immer nur so ein bisschen die Atmosphäre einzufangen. Ja. Also dieses Ding, um dann nochmal zum Abschluss zu kommen, dieses Plug and Play macht sich ganz hübsch bei mir im Regal. Ja. Das ist erst mein zweites. Ich möchte mir vielleicht das eine oder andere originelle noch holen. Ich habe nämlich mittlerweile gesehen, dass es da teilweise wirklich sehr witzige Sachen gibt, einfach von der Aufmachung her. Spielerisch sind die alle nicht so doll, aber es ist ein schönes Sammelgebiet. Deswegen denke ich darüber nach. Ja, genau, ich hatte ja schon mal erwähnt im ersten Video, dass der Controller auf der einen Seite in der Hand liegt, wie ein klassischer Game-Controller, aber halt aussieht wie die zwei Flipperschläger. Beziehungsweise man kann entweder die Flipperschläger benutzen, die man mit den Schultertasten bedient, oder man hat auch die klassischen Buttons, die man links und rechts am Original-Flipper-Automaten findet, auch. Ja. Vielleicht sollte ich mal versuchen, mit denen zu spielen. Das habe ich noch gar nicht gemacht, das mache ich jetzt mal. Mal gucken, ob ich damit besser klarkomme. Ja. Könnte witzig sein. Und eben in der Mitte des Controllers unten der Hebel, mit dem man die Kugel abschießt. Das ist eine witzige Idee. Dadurch hebt sich das schon so ein bisschen ab von anderen Plug-and-Plays. Also technisch ist das sauber designt, ja, wenn man da ein gescheites Spiel drauf packen würde. Ich frage mich, ob man das flashen kann. Und dann macht man Pinball Dreams drauf oder sowas. Oder Pinball Fantasies. Das wäre doch witzig. Naja. Ja, Mann, ich bin heute irgendwie. Ja, aber wie ich schon mal sagte, ja, ich bin ein bisschen angeschlagen. Gesundheitlich. Und das geht anscheinend auch so ein bisschen auf die Reaktionszeit. So, gut, okay, einen machen wir noch. Ja? Einen machen wir noch. Gucken wir mal, ob wir noch was Sinnvolles rauskriegen. Nee, so nicht. Das ist doof. Doch, doof. Jetzt stellt man sich mal diesen Wizard-Modus vor, wo der Ball noch mal locker doppelt so schnell ist. Warum hat das da eben so gedonnert? Was habe ich da gemacht? Oh, zwei, war aber nichts. Oh, oder so. Und zwei. Also, was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass ich das ohne handfesten Grund nochmal in die Hand nehme. Ja? Nicht, weil es wirklich schlecht ist, sondern weil es einfach langweilig ist. Es ist nicht so dolle. Wenn es jetzt mein einziges Flipper-Spiel wäre, oder mein erstes, dann würde ich vielleicht eine Beziehung dazu aufbauen. Aber so denke ich, es ist eine nette Kuriosität und dabei soll es auch bleiben. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video ein bisschen unterhaltsam und interessant und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Ich bleibe bis zum nächsten Video, euer Alex, und ihr seid die Geilsten. Ciao!
Hat dir dieses Video gefallen? Dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du ganz oben einen Link zur Playlist mit englischen Videos. Außerdem würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, sofern du das noch nicht getan hast, verpasst du auch nichts. Gibst du mir einen Daumen runter, dann schreib mir bitte wenigstens dazu, warum, damit ich mich verbessern kann. Du findest mich natürlich auch auf Facebook, dort poste ich alle meine Aktivitäten, nicht nur die Videos, sondern auch Veranstaltungen und anderes lustiges Zeugs. Ähnliches ist es auf Twitter. Dort findest du auch andere YouTuber, die ich kenne und empfehle. Und natürlich bin ich auf Google+, dort findest du alle meine Videos und ich bin dort auch in diversen Gruppen unterwegs. Also, man sieht, hört und liest sich. Vielen Dank fürs Zusehen.